Seid mir gegrüßt, Poke-Freunde, hier ist wieder mal der Tywald. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute haben wir wieder eine kleine Box für euch dabei und meine Frau. Hallöchen. Und zwar öffnen wir heute diese wunderbare Alola Sandama GX Kollektion. Hier sind nur Booster drin aus Sonne Mond. Also mal wieder ein bisschen was Älteres quasi. Genau, machst du gerne auf. Die Kollektion habe ich noch gar nicht in so vielen Videos gesehen bis jetzt. Wir haben hier vier Booster, zweimal Welten im Wandel, einmal Bund der Gleichgesinnten und einmal natürlich... Wie kann das anders sein? Sonne, Mond, Base. Mir ging es aber im ersten, mir ging es aber hauptsächlich um die Promokarte. So. Hier haben wir einmal ein großes Alola Sandama GX 200 KP. Fähigkeit Schutzstacheln. Wenn dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist und durch eine Attacke deines Gegners Schaden erhält, auch wenn das Pokémon durch Kampf unfähig wird, lege drei Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Ziemlich nice. Eis Odem 120 Damage und die Stacheloffensive GX. Diese Attacke fügt jedem Pokémon deines Gegners, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt, 100 Schadenspunkte zu. Das heißt, du kannst die ganze Bank mit 100 Schaden belasten, wenn du es vorher schön vorbelastet hast. Zu. Ich werde verarscht. Ich hoffe, ihr hört das. So, vier Booster. Hier, wunderschön. So, wir machen von alt nach neu natürlich, wie immer. Und ihr wisst, ich liebe Alola Sandama, weil ich liebe Eis-Pokémon und Alola Sandama ist ein Eis- und Stahl-Pokémon. Ziemlich coole Mischung. Du zuerst, ich zuerst. Du. Ich zuerst, dann mache ich Sonne, Mond, Base als erstes auf. Ich bin gespannt. Ich kann noch was ziehen aus diesem Set. Tatsächlich fehlt es immer noch ein bisschen was in dem Set, deswegen mal schauen. Aus welchem Base? Ja. Aus dem ältesten Sonne, Mond-Set. 1, 2, 3, 4. Und die Kampfenergie ist die erste. Mizunda, der gute Trank, ist auch wieder spielbar jetzt. Trompec, Snubbull, Carnivana, Zubat, Obal, Togedemaru, Mushas in Weavers Holo und Donarion Holo. Gar nicht so schlecht. Eine Holo. Jetzt mache ich den Booster runter gleichgesessen auf. Müssen wir noch was? Ja, und gleich ein schönes Set. Fehlt auch noch einiges. Und der gleiche Set fehlt tatsächlich noch richtig viel, weil das Set kam zeitgleich mit Hidden Fates, also ihre Bonschicker, raus. Eine Psychoenergie. Mistys Gunst. Noctu. Navitaub. Halt ein bisschen mal nach rechts und ein bisschen höher. Ja. Datiri. Grammoklus. Ein Pikachu, ein wunderschönes. Das Artwork ist sehr, sehr schön. Mhm. Utut und Zapdos. Ja. Ist ja bald Experte hier in Sachen Pokémon. Zurukex. Knaxel. Und ein Magneson. Hab ich mir gerade ertauscht, weil es noch fehlte. Nicht dein Ernst. So kann's gehen. Weiter geht's mit Welten im Wandel. Oh, zwei Booster, zwei Holo. Mal schauen, ja, ob wir eine 4-Hitbox rauskriegen. Was, wo soll ich den tun? Daneben, oder machst du drunter? Den nächsten Code meiner Frau wird euch bestimmt meine Frau rausgeben, damit ihr mal was Schönes ziehen könnt. Vielleicht, wenn sie nett ist. Okay. Kampfenergie. Der Superfänger. Oh, noch eine gute Karte. Drakium Z. Zwirklob, Araqua, Iguana, Carnivana, ein süßes Floink, Togedemaru, Flauschling, Weavers und Branavaz. Wunderschönes Pokémon, nicht? So, und der letzte Booster schon. Drückt mal die Daumen, ein bisschen was Last Pack Magic jetzt, dass wir noch ziehen. Welten im Wandel. Wir haben noch keinen Ultra-Hit drin. Wollen wir sich mit zwei Holo-Karten auch nicht beschweren darf eigentlich von der Box. Also, ja, stimmt hier. Und ein Code für euch. Viel Glück damit. Und nochmal eine Psychoenergie. Bromley und Harla. Turner. Iprin.
Onyx, Floink, Alola Sandan, Schnäppke, Mogon, ein Pantagro und Ballreiser. Ja, also leider kein toller Bull. Aber nichtsdestotrotz, zwei Holokarten und das Donarion war auch mal sehr interessant, weil einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, kannst du dein Deck nach einer Pflanzenenergie und einer Elektronikkarte durchsuchen und sie beliebig an die Pokémon anlegen, mische anschließend dein Deck. Das beliebte Donarion im Rayquaza-Deck früher. Sehr coole Karte eigentlich. Schade, jetzt nicht mehr spielbar. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher von den beiden Pulls euer Number One ist. Was sagst du? Was ist das? Ein Käfer. Keiner. Ich sag auf jeden Fall Donarion. Wie immer, wenn es... Ich sag mal, nur weil ich die gezogen habe. Das ist diplomatisch, so ist gut. Ja. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik. Und denkt dran, ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Der Tywald.